Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu unserem neuen Flitterwochen-Vlog. Wow! Wir sind, ja, wisst ihr doch schon, wir sind in Halland und gehen jetzt gerade so ein bisschen durch die City spazieren. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einkaufen, weil wir noch nichts im Wohnwagen haben. Und hier, Dankeschön! Genießen jetzt den Tag oder die Tage in vollen Zügen. Es ist wunderschönes Wetter. Mal schauen, was der Tag heute so bringt. Wir sind jetzt in der Stadt und waren jetzt hier gerade kurz in einem Laden drinne. Das ist immer so, also seitdem ich kenne, also seitdem ich hierher komme, ist dieser Laden oder alle Läden sind hier eigentlich immer genau gleich. Wir haben jetzt gerade ja, für den netten Herren einmal Flipflops gekauft. Ich möchte aber ganz kurz den Leuten verraten, warum. Ja, witziger Sidefact. Ich bin tatsächlich in den Urlaub gefahren ohne Schuhe und ohne Flipflops und ohne Latschen. Er ist barfuß gefahren und hat nicht ein paar Schuhe mitgenommen. Ja. Komplett nackig. Hast du Unterhosen dabei eigentlich? Ja, die habe ich dabei. Ah, sehr gut. Aber nur, weil ich von der Hochzeit noch welche übrig habe. Also, was ist denn hier los? Hä? Ein Döner, Kebab, Fried Chicken. Pizza. Hä? Also, das also, in unserem Kalanzog? Ich bin 24 Jahre alt. Seit 24 Jahren komme ich hierher. Mein Papa ist noch viel älter und meine Oma und Opa noch viel älter. Und die kommen alle hierher, seitdem sie Babys sind. Und da war immer eine Bäckerei. Die Bäckerei ist dahinter. Hops genommen. Und was war da vorher? Weiß ich nicht. Ja, seit 24 Jahren, aber du weißt es nicht. Jetzt ein Döner und Kebab-Haus. Mach schon noch. Lol. Kleine Herausforderung für mich. Ich muss jetzt alleine einkaufen gehen, wenn Mona bei Juli im Auto bleibt. Weil viel zu warm natürlich. Oh, hier gibt's Smoothies. Ich guck gerade, ob es hier meine Smoothies so ähnlich wie in Deutschland gibt. Aber mal sehen. Oh, doch, gibt es, ja. Jawohl, nice. Okay, das ist jetzt meine Auswahl. Also wir haben natürlich Getränke, Cola Zero, Cola Sprite, Wasser. Wir haben ein bisschen Süßkram, ein bisschen Eis. Wir haben alles für Sandwiches. Wir haben ein paar so gesunde Smoothies und ein paar gesunde, frische Früchte. Ein bisschen Kaffee noch für Monats Überraschung. Ein, zwei Essorten auch als Überraschung für Sie. Und dann habe ich das hier noch entdeckt. Ihr wisst, wie immer, Marke ist völlig egal, aber Rainbow Cookie Twist, keine Ahnung, mit so Sparkles drin, I don't know. Musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich hoffe, dass eine gute Auswahl an Mone gefällt. Okay, Kobi ist wieder da vom Einkaufen, hat, glaube ich, gefühlt den ganzen Laden gekauft. Ja, nein, das nicht, aber ich habe halt, also ich habe es eben schon im Blog gezeigt, so ein paar, einen guten Mix einfach aus allem. So. Geil. So, dass man sich so denkt, hey, ich freue mich. Das könnte was Gutes sein. Das könnte was Gutes sein. Und ich habe ein Käffchen bekommen. Ich habe sogar mit der Bonuscard 5 Euro gespart. Lieben wir. Okay, wundert euch nicht. Wir sitzen hier unter dem Pavillon und spannen uns. Und es ist absolut heiß. Wirklich absolut heiß. Hier brennt uns. Wie viel Grad? 28? Also ich glaube, hier drinnen sind es gerade 40. Ja, da drin sind es 40 Grad oder so. Aber es ist wirklich hot, deswegen oberkörperfrei. Aber wir sind ja auch im Urlaub in unseren Pre-Flitterwochen. Dementsprechend ist ja alles gut und ich wollte euch nur ganz kurz sagen, warum ich die beste Ehefrau der Welt habe. So, sie steht auf, sagt, hast du Lust auf ein Sandwich? Ich so, ja, aber das muss doch mit Toasten und sie sagt, egal, mache ich jetzt. Und macht sie uns da drin einfach geile Sandwiches, Mann. Mit Spiegeleiern. Mit Spiegeleiern, oh! Und das ist das Meisterwerk, was dabei rausgekommen ist. Ja, ich hätte mich auch geheiratet. Ach, du bist echt der Wahnsinn, Babe, ich liebe dich, oh mein Gott. Guten Hunger. Freiheit kann so grenzenlos sein. Wir haben so einen schönen Tag bisher gehabt. Wir haben echt viel entspannt, viel gechillt, einfach die Zeit genossen. Und jetzt, Juli hat den übelsten Spaß da vorne, sind wir auf dem Weg in die Heide mit Fahrrädern, mit Essen. Picknickkorb ist auch gepackt und machen uns jetzt einen schönen, haben Picknickdecken alles dabei, legen uns dahin, snacken, chillen mit Juli und ja, haben einfach ein bisschen Spaß und entspannte Zeit. Morning in the morning. Am zweiten Tag aus Holland. Wir starten jetzt erstmal entspannt in den Tag mit einem proteinreichen Smoothie und einem Käffchen, ne? Das lassen wir uns genießen. Schmecken, aber ja. Also wir sind gerade ein bisschen shoppen und also ich, für mich gibt es nichts Schickeres oder Süßeres im Alltag als Polohemden und Kobi hasst Poloshirts. Er sagt einfach, es sieht an ihm nicht gut aus. Können wir bitte einfach ganz kurz in den Kommentaren abstimmen, wie gut es an ihm aussieht? Naja, ich sag nichts mehr dazu. Okay, ich geh es mal eine Nummer größer holen. Okay, aber wir zwingen dich ja hier zu nichts. Okay, wir sind schon wieder bei Mc's gelandet, aber ein bisschen notgedrungen, muss man sagen, weil es Mone ganz, ganz schlecht ging, weil wir noch nichts gefrühstückt hatten und nichts getrunken hatten, richtig? Außer Wasser. Und deswegen haben wir das jetzt nachgeholt. Der Stress der ganzen letzten Wochen hoch. Ja, einfach, das fällt so ab, weißt du? Die wird es auch die nächsten Tage noch so echt ein bisschen durchatmen gehen, weißt du? Ja. Guten Hunger.
Übrigens, hier, Mc's. Mhm. Veggie McChicken Spicy. Sehr, sehr, sehr gute Empfehlung in Holland. In Deutschland gibt's Mc's. Puh. Wir waren im Dorf und am Strand und bei Wieb Inn. Die einem ins Gesicht fliegen können. Ich habe auch zu ihr gesagt, kneif doch die Augen ein bisschen zu. Du siehst wunderbar aus, Schatz, wirklich. Du auch. Little difference. Ist der nächste Tag. Ich habe mir gesagt, dass wir jetzt hier nicht jeden Tag einzeln vloggen. Das wird eher ein größerer Wedding-Flitterwochen-Vlog. Und ja, genau. Und das ist, wer erkennt dieses Kleid? Es ist wunderschön. Babe, immer noch. Wirklich. Ich musste hier schon zweimal diesen Urlaub anziehen, weil ich nicht genug Sachen mit hatte. Das ist mein Outfit. Zeigen. Willst du es mal kurz zeigen? Das haben wir gestern neu ergattert. Wausen! Schreibt mir in die Kommentare, wie schick mein Mann aussieht. Mein Mann, ich kann es ja nicht sagen. Und es ist, jetzt, es ist offiziell, ich sage jetzt nicht mein Mann und es ist nicht so, sondern es ist so. Mr. Mahoney. Mr. Mahoney. Jetzt anwesend gehen wir hier mal über so einen süßen kleinen Markt, der hier aufgebaut ist. Und danach gehen wir zum Strand. Mhm. Let's go! Unsere erste Ruckelschaft! Hey! Guck dich das an. Ein Schlüsselanhänger. Typisch Holland. Ein Schuh. Wie heißen die Dinger eigentlich nochmal wirklich? Es ist, glaube ich, viel zu windig, ne? Aber jetzt müsste man als halb der hier gewohnt ist, eigentlich wissen, was das ist sehr peinlich. Wir überspringen diesen Teil einfach. Holzschuhe. Huch. Nee, aber für den Schlüsselanhänger für unsere Nachbarn, damit die einen haben, falls wir ihn mal wieder vergessen haben. Oh, für die Madame gibt es einen fetten Nacho-Teller. Ja, ganz klein heute gehalten. Mm, und für mich gibt es hier ein paar Pulled Chicken Toasts. Mm, saftig, knaftig. Guten Hunger. Und es ist schon wieder soweit. Man wird schon wieder emotional. Man muss sich schon wieder verabschieden. Es waren 3, 4 schöne kurze Tage. Sehr viel Spaß gemacht hier, aber jetzt müssen wir schon wieder tschö sagen. So, Friends. Boah, wir sind so richtig schön in den Urlaub gefahren und dann gehen so richtig ranzig wieder zurück. Ja, so muss das aussehen nach Camping. So. Ich habe auch nur einmal geduscht und sonst nur Haare gewaschen und so. Ich habe auch nur einmal geduscht. Ja, so muss das sein. Das ist halt so ein bisschen so ist Camping halt. Ich freue mich jetzt auf zu Hause. Ich freue mich auch auf zu Hause, auch wenn ich ein bisschen traurig bin. Ich bin auch ein bisschen traurig, weil das war irgendwie so, ach Mann, das war so der letzte, das letzte bisschen was von der Hochzeit, weißt du, das waren so die Flitterwochen. Hm. Jetzt ist der ganze Spaß vorbei und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Nein, aber ja, ich denke mal. Ach man, nee, wir müssen schnell aufhören. Nächste Szene, wir sind sentimental. Okay, eine Sache müssen wir noch zeigen, Monat. Geisteskrank, heftige Mückenstiche, ja, da und da. Und Alter, das ist so heftig dick. Das hat hier schon wieder komplett reingekickt. So, Friends, ganz kurz hier den Vlog noch beenden. Wir haben vergessen, mal wieder eine Verabschiedung zu drehen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Süßes in die Kommentare. Und das war jetzt Pre-Flitter-Wochen. Und dann kommen einige spannende Sachen und dann hoffentlich das Hochzeitsvideo. Ja, deswegen macht's gut, wir haben euch ganz lieb, passt auf euch auf und bis dann.